Herzlich willkommen zu Kuhlmanns Chat über Politik, Finanzen, Gesundheit und Glaube. Ich habe mich sehr gefreut über die letzte Episode, die schon über 42.000 Views hat auf YouTube. Herzlichen Dank fürs Teilen. Und ich weiß, das Corona-Thema ist etwas, was Emotionen weckt, was auch immer wieder gut ist für das gerne angesehen wird. Aber mir ist es ein großes Anliegen, dass gerade auch dieses Interview, das ich heute führe, dass das auch kräftig geteilt wird. Mir ist das Thema mindestens so wichtig. Und zwar rede ich heute mit Huschke Mau über das Thema Prostitution, das System Prostitution. Huschke Mau hat ein Buch geschrieben, Entmenschlich, das kürzlich rauskam, warum wir Prostitution abschaffen müssen. Ein hochspannendes Thema, mit dem ich mich auch schon seit 2009 beschäftige, das mir persönlich wirklich ein großes Anliegen ist. Darum nochmal den Aufruf, das Video kräftig zu teilen mit Freunden und Bekannten. Ja, Huschke Mau, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Du hast wirklich eine total krasse Vergangenheit. Du wurdest auch schwerstens bedroht in deiner Vergangenheit und bist deswegen heute auch mit einem Pseudonym unterwegs. Ich lasse dich einfach mal dich vorstellen, einfach das, was du sagen möchtest zu dir. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass das Thema mittlerweile auch Fahrt gewinnt. Also mein Pseudonym ist Huschke Mau und in diesem Pseudonym spreche ich über Prostitution. Auch über meine Vergangenheit in der Prostitution. Das mache ich seit 8 Jahren. Ist nicht ganz ungefährlich und man wird auch ganz schön, naja, das Internet. Ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich bin Geisteswissenschaftlerin und schreibe gerade Doktorarbeit und pendel jetzt immer so hin und her zwischen Unibüro, wo ich Doktorarbeit schreibe, und Aktivismus. Also ich habe das Buch geschrieben, ich halte Vorträge, ich mache Lesungen. Und mir ist es ganz wichtig, dass Leute verstehen, dass Prostitution alle Menschen angeht, nicht nur die, die in der Prostitution sind. Ja, danke für deine Vorstellung, Huschke. Etwas, was dir wichtig ist und was ich auch sehr, sehr gerne bringe, ist, es gibt eine Aktion, das Netzwerk Ella. Vielleicht kannst du da zum Netzwerk noch kurz etwas sagen und was diese Aktion ist, weil ich hier auch ganz klar dazu aufrufen möchte, dort auch etwas zu spenden. Eine ganz wertvolle Arbeit, die dort gemacht wird. Um was geht es? Also das Netzwerk Ella habe ich vor ein paar Jahren gegründet. Wir bestehen nur aus Frauen, die in der Prostitution waren oder noch sind. Und wir setzen uns ein für das nordische Modell, und zwar vielfältig. Also wir machen Vorträge, wir geben Interviews, wir schreiben Texte, wir sprechen öffentlich mit dem Fernsehen oder ja auf Podien. Aber wir sind auch so ein Stück eine Selbsthilfegruppe. Also natürlich ist es was anderes, ob man mit einer Sozialarbeiterin spricht als Prostituierte oder ob man mit einer anderen Frau spricht, die auch Prostitutionserfahrung hat, ne? Da ist die Hemmschwelle natürlich viel niedriger. Und wir machen relativ unbürokratische Hilfe. Also wir sind keine Beratungsstelle und wir haben auch kein Ausstiegsprogramm. Aber man kann jederzeit bei uns anfragen, wenn man eine Rechnung bezahlt haben muss oder sonst irgendwas. Und wir haben jeden Dezember die Aktion, dass wir Gutscheine für Supermärkte verteilen, also Lebensmittelgutscheine. Einige von uns gehen auch in Bordelle rein und verteilen die dort oder gehen auf die Straßenstriche. Und das ist jedes Mal ganz toll, das zu sehen, dass die Frauen sich ganz sehr freuen und das gar nicht auch glauben können, dass jemand an sie denkt und auch dafür nichts haben will. Ja. Also die werden nicht zugequatscht, die müssen keine Gegenleistung bringen, die gehen einfach hin und geben denen das. Und für den Tag sind sie dann auch vom Straßenstrich weg. So. Ja. Und diesen Dezember wollen wir diese Aktion natürlich intensivieren, weil die Frauen natürlich auch gebeutelt sind durch Corona, durch die Inflation. Und dann ist halt auch Weihnachten und wir finden, jeder hat ein Recht auf ein schönes Weihnachten. Ja. Und viele der Frauen haben auch Kinder. Und ja, der Gedanke, dass sie dazu freier klar machen müssen, um heizen zu können, sich was zu essen kaufen zu können und so, ist kein schöner. Deswegen verteilen wir die Lebensmittelgutscheine und ja, genau, dafür brauchen wir natürlich ganz kräftig nochmal Spenden. Ja, sehr schön, eine wunderbare Aktion. Ich kenne auch verschiedene Vereine in der Schweiz, die genau das auch machen, sind total kostbare Leute und auch die Frauen in der Prostitution, einfach sehr kostbare Frauen, und
Ja, so wichtig, dass man denen etwas Gutes tut. Darum wirklich super Aktion. Ich werde das auch noch in den Show Notes verlinken. Gut, gehen wir so zum eigentlichen Thema. Ich glaube, fast jeder weiß, was Prostitution ist, aber wie würdest du Prostitution definieren? Was ist Prostitution? Also Prostitution ist sexuelle Sklaverei und auf jeden Fall ein Mittel der Frauenunterdrückung. Wenn wir das sehen, dass der Großteil eben der Freier männlich ist und der Großteil der gekauften Frauen weiblich ist, ist ganz klar, dass das nichts mit Gleichstellung zu tun haben kann. Prostitution ist auf jeden Fall sexuelle Gewalt, weil der Sexualverkehr würde ja gar nicht stattfinden ohne diese ökonomische Machthierarchie zwischen Freier und Prostituierte. Und damit handelt es sich auf jeden Fall auch nicht mehr um selbstbestimmte oder freie Sexualität. Also, um es ganz kurz zu machen, Prostitution kann eigentlich weg, weil es hat in der freiheitlichen Gesellschaft gar nichts zu suchen. Da bin ich absolut einverstanden und ich denke, wir werden nachher auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir dieses Ziel vielleicht auch am besten erreichen können. Aber mich würde es auch sehr, also ich kenne deine Geschichte jetzt auch schon ein bisschen von deinem Buch. Das war wirklich hochspannend zum Lesen, auch sehr erschreckend. Also ich beschäftige mich ja also schon seit über 10 Jahren mit dem Thema, aber ich war nochmal neu erschüttert über gewisse Abgründe, die sich mir auftaten. Aber kannst du den Zuhörenden und Zuschauenden einfach schnell einfach ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen? Was hat dich geprägt? Eben du bist selber in der Prostitution gelandet, bist dort rausgekommen. Wie kam es dazu? Wie kommt eine Frau wie du dazu, in diesem Bereich zu landen? Also ich weiß, viele Leute finden meine Geschichte immer erschreckend, aber eigentlich ist es der Standard. Also wenn ich mich mit Frauen aus der Prostitution unterhalte, erzählen die mir eigentlich nur solche Sachen. Und es ist ja auch durch Studien belegt. Also die meisten Frauen aus der Prostitution haben eben Kindesmisshandlung erlebt, teilweise auch Kindesmissbrauch, das war bei mir auch so. Und ich bin dann mit 17 von zu Hause weggelaufen. Und dann hat das soziale System mich halt nicht aufgefangen. Also das war nicht vorbereitet auf einen Fall wie mich, wo die Eltern dann komplett den Kontakt abbrechen, auch für Behörden nichts mehr ausfüllen wollen, sich komplett verweigern. Und ich bin komplett durchgerasselt durch das System und genau, war dann ganz lange in der Psychiatrie, also ein Dreivierteljahr. Bin in der Zeit auch wohnungslos geworden und habe dann meinen ersten Zuhälter kennengelernt, der war Polizist. Genau, und das mit den Polizisten ist jetzt nicht die Standardgeschichte, aber die meisten Frauen haben jemanden, also das sind diese drei Faktoren, die immer wieder kommen, ne? Also die Gewaltvorgeschichte, die das ja auch erst ermöglicht, sich zu prostituieren, weil man das schon kennt und weil man so Sachen kann wie dissoziieren, also aus seinem Körper aussteigen. Dann eine erhebliche finanzielle Notlage, also auch ohne die wäre Prostitution nicht denkbar. Also keine Frau, die ein ordentliches Jahreseinkommen hat und einen ordentlichen Job, würde auf die Idee kommen, einfach mal sich zu prostituieren. Und der dritte Punkt ist die Person, die beim Einstieg hilft. Das war jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt, aber ich meine damit eine Person, die von der Prostitution anderer profitiert, also ein Ja, Zuhälter. okay, das ist sehr spannend, diese drei Faktoren. Vielleicht einfach nochmal, weil ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man das wirklich weiß, was ist das? Du hast gesagt, erstens eben die Gewalterfahrung, auch die häufige sexuelle Gewalt in der Kindheit, wahrscheinlich in der Regel auch durch Familienangehörige. Und dann der zweite Teil, die ökonomische Not. Und drittens eine Person, die einem dann in das System Prostitution hineinführt, Zuhälter. Und ein Profiteur vom System. Ja. Wie hat dann, wie lange warst du dann etwa in der Prostitution? Also 10 Jahre. Und wenn ich das sage, denken Leute aber immer, ich hätte 10 Jahre lang jeden Tag im Bordell gesessen. Das ist so nicht. Ich war ganz lange in Wohnungsbordellen. Das sind ganz normale Wohnungen in ganz normalen Mietshäusern. Also man mietet einfach also ich habe das nicht gemacht. Das war der Bordellbetreiber, der hat einfach eine Wohnung angemietet. In einem ganz normalen Mehrfamilienhaus und dort wurde dann halt angeschafft. Und dann danach habe ich Haus- und Hotelbesuch gemacht. Genau.
Ich hatte auch lange Pausen immer wieder dabei, ne? Also mal 2 Jahre, mal 1,5 Jahre. Und dann war es eben doch wieder so, dass ich anschaffen musste, weil irgendwas gefehlt hat, weil ich mir nie anders zu helfen wusste. Also ich habe wirklich alles probiert. Also ich habe auch früh um 4 im Drogeriemarkt Regale eingeräumt und habe mein Studium nebenbei durchgeschleift und so weiter. Aber wenn man so gar keinen familiären Background hat, ist es ziemlich krass. Genau. Und ja, was mir noch wichtig ist, nicht weil, also es gibt ja so eine Art Hurenhierarchie, ne? Also ganz unten stehen die Frauen vom Straßenstrich und ganz oben stehen die High-Class-Escorts und die High-Class-Escorts gucken immer so ein bisschen runter auf die Frauen von der Straße und so weiter. Das finde ich ganz abscheulich, weil Prostitution ist überall dasselbe. Ja, ob ich jetzt in einem Luxushotel mich prostituiere oder in einem Wohnwagen am Straßenstrich, ist ja völlig dasselbe. Deswegen sage ich es nicht, was ich jetzt sagen werde, aber mir ist es wichtig, wenn ich über die massive Gewalt spreche, die ich in der Prostitution erlebt habe, dann denken immer alle, ja, die Huschke, die war bestimmt auf dem Straßenstrich. Weil in ihrer Vorstellung ist das so, dass die krassen Sachen nur auf dem Straßenstrich stattfinden, nur im untersten Segment. So. Und dass es in einem legalen, angemeldeten Bordell oder bei einer Frau, die einen bestimmten Stundensatz nimmt und die ins Hotel kommt, kommt ja sowas nicht vor. Und deswegen sage ich es, also ich war nie auf dem Straßenstrich, sondern ich war im mittleren bis knapp höheren Preissegment unterwegs. Das sage ich jetzt nicht, weil ich auf Frauen von der Straße herabgucke, sondern weil ich möchte, dass alle wissen, diese Gewalt findet überall statt. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Desinformation, angefangen von Bordellbetreibern, die ja ziemlich auch eine mediale Plattform haben in Deutschland, wie auch in der Schweiz, bis hin zu Hollywood, Pretty Woman, Julia Roberts oder stelle ich mir vor, was wahrscheinlich viele Leute irgendwie noch mit dem Thema verbinden und dann irgendwie eine ganz harmlose Vorstellung davon haben. Aber ich denke eben, da gilt es wirklich mal aufzuräumen und auch Leute wirklich zu konfrontieren mit der harten Realität, mit der brutalen Realität auch, die du erlebt hast. Im Event diesen 10 Jahren war wahrscheinlich nicht alles immer dasselbe, aber gab es trotzdem so einen ungefähren Arbeitsalltag, der plus minus ähnlich war, und wie hat er ausgesehen für dich? Oder was hat das für dich im Endeffekt bedeutet, in der Prostitution zu sein? Ich möchte noch ganz kurz auf das zu sprechen kommen, was du gesagt hast mit der medialen Präsenz, weil wir gerade einen aktuellen Fall haben in Deutschland, Gerne. über den ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Bei uns sitzen ja öfter mal Bordellbetreiber in Talkshows und dürfen sagen, wie toll alles ist und so weiter. Und wir haben jetzt gerade einen Fall vom Bordell Artemis in Berlin. Das ist ein riesiges Bordell, bis 120 Frauen haben dort angeschafft und gab es vor ein paar Jahren eine Razzia und die Razzia gab es auch, weil eine Frau aus dem Bordell so zusammengeschlagen worden ist, dass sie sich an die Polizei gewendet hat und gebettelt hat, dass sie dort rausholen. Und der Vorwurf war, dass die Bordellbetreiber sozusagen ihre Hände in Unschuld waschen und die Tagesmiete kassieren und die Hells Angels aber die Frauen in diese Bordelle ja zwingen. Und was jetzt gerade passiert ist, war, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und dass Berlin sich entschuldigen muss dafür, dass es Ermittlungen aufgenommen hat. Also man muss sich jetzt also in Deutschland entschuldigen dafür, dass man einen begründeten Anfangsverdacht und eine zusammengeschlagene Frau ist ein begründeter Anfangsverdacht, dass man Ermittlungen aufgrund eines begründeten Anfangsverdachts anstellt. Und die haben das wieder ganz clever gemacht. Die haben natürlich PR-Berater. Die wollten Schadensersatz. Und den Schadensersatz streichen sie natürlich nicht selber ein, sondern sie werden ihn spenden an einen Verein für krebskranke Kinder. So. Bordellbetreibend. Und das ist so die Masche. Ne? Sie sitzen dann immer in den Talkshows, die haben feine Anzüge an und sagen, nein, bei uns gibt es keine Gewalt. Ich bin ganz normal, ich vermiete das ganz normal und so bla bla und spenden da an Vereine für krebskranke Kinder. Und in Wirklichkeit ist aber alles ganz massiv verstrickt. So. Okay, Das ja, war das was, war, worüber ich glaube ich, mich wahnsinnig aufgeregt habe. auch da etwas von dem, was mich im Buch am meisten schockiert hat, weil du da auch so Beispiele bringst, wie die Gesellschaft auf den Skandal der Prostitution eigentlich reagiert und auf die ganzen Abgründe. Oder du hast da wirklich ein dickes Buch geschrieben, in dem du diese Abgründe aufzeigst.
auch was eigentlich rauskommt an die Öffentlichkeit, aber dann trotzdem, wie Behörden reagieren. Und das, denke ich, ist schon abgrundtief schockierend. Also das hat mich nochmal auf einer einfach ziemlich fertig gemacht, als ich das gelesen habe. Also da habe ich wirklich gedacht, boah, das ist einfach krass. Ja. Also das Krasseste, was wir hier in Deutschland mal hatten, war die Serie Pimp My Puff, wo ein Bordellbetreiber, der zwischendrin jetzt wegen Menschenhandels und Steuerhinterziehung im Knast war. Ich weiß nicht, kennst du das Format vom Restaurant-Tester? Nein. Okay, also er ist jedenfalls in die Bordelle gegangen und mit einer Kamera begleitet und er ist in Attestet, Bordelle gegangen, ja, doch, wo die doch, ja. gesagt haben, genau, die nicht gut liefen. So. Und dann ist er in dieses Bordell gegangen und hat gesagt, ja, ich bin hier der Bordellexperte und so und das müsst ihr anders machen. Die Frauen müssen andere Klamotten tragen, die müssen mehr lächeln. Und es ging so weit, dass die sogar die Frauen auf dem Zimmer gefilmt haben, wie sie mit Testfreiern umgegangen sind. Und dann saß er davor und hat gesagt, nee, so geht das nicht, die lächelt zu wenig und die geht zu wenig ran und so weiter. Und das kam bei uns im Fernsehen. Krass. Und das ist, also man guckt sich das an und denkt irgendwie, das kann eigentlich nur Satire sein, das kann doch jetzt niemand ernst meinen, das ist so menschenverachtend, unglaublich. Aber du hattest nach dem Arbeitsalltag gefragt. Also im Wohnungsbordell, in dem ich war, war das so, dass wir mittags dort aufgeschlagen sind. Und bevor wir die Telefone angemacht haben, haben wir, um ehrlich zu sein, erstmal Drogen genommen. Die kamen übrigens auch vom Bordellbetreiber. Also das, und wir haben das gemacht, weil wir das schon gar nie auf die Kette gekriegt haben, die Telefon überhaupt anzumachen. Also wenn du dir vorstellst, du telefonierst mit jemandem und der fragt dich so Sachen, also ich weiß ja nicht, kann ich hier offen reden? Doch, ja. Ja, und der fragt dich so Sachen wie, ja, bist du rasiert? Oder darf ich dich in den Arsch ficken? Oder darf ich dir ins Gesicht spritzen? Wie groß sind denn deine Titten? So. Und du überlegst dir, du musst darauf antworten. Und zwar so antworten, dass derjenige dann dich danach besuchen will. Obwohl du selber wahrscheinlich Ja. abgrundtief Rekel empfindest. Absolut. So, und das war uns unmöglich, das ohne Drogen zu machen. Also, ich denke, das kann sich einfach jeder vorstellen. das kommt dann wahrscheinlich den Bordellbetreiben auch entgegen, weil sie euch dann dadurch abhängig machen können von den Drogen und ihr dann nicht auf Genau, ja. Und es ist dumme so, Gedanken in dass. Anführungszeichen kommt, ja. Genau, ja, und das ist, geht natürlich auch ums Geld, ne? Also wir mussten 50% abdrücken, offiziell. Aber inoffiziell war es eben so, dass die Drogen kamen von ihm. Dann gibt es im Bordell auch immer so Sachen wie, ja, also die Handtücher müssen gewaschen werden, dafür musst du Geld abdrücken. Dann gibt es manchmal Strafen fürs zu spät kommen oder wenn dein Zimmer nicht ordentlich war. Oder auch wenn du Freier abgelehnt hast, gibt es auch manchmal Strafen, weil ist ja klar, kein Bordellbetreiber möchte ein Bordell haben, das dafür bekannt ist, dass die Frauen dort rumficken und das Ego der Freier brechen, indem sie sagen, nee, dich will ich nicht so. Ne? Und dafür gab es auch Strafen. Und das ist auch so mit der Grund dafür, dass keine Frau aus der Prostitution rausgeht und also ich habe noch keine Frau gesehen, die aus der Prostitution rausgegangen ist und irgendwas von der Kohle, die sie dort verdient hat, noch selber gehabt hätte. Also da profitieren ganz andere Ja, es ist ein davon. System, wo das also eben die Frauen, die werden nicht irgendwie reich oder wohlhabend oder können sich dann einen schönen Nee. Lebensabend, das ist auch eine völlig falsche Vorstellung, die wahrscheinlich gewisse Leute haben, oder dass das halt einfach ein paar Frauen sind, die halt auf einfache, in Anführungszeichen, Art reich werden wollen, um dann eben später eben früh sich pensionieren zu lassen und so, ja. Und dann den Ja, Luxus, aber genau. eben du sagst, das ist kaum jemand bekannt oder niemand, der wo das Ich so war. kenne da überhaupt Das, niemanden, nee. ja, ich Nee, stecke und das es ist auch. ja auch also schon die Vorstellung, das wäre leicht verdientes Geld. Also ich meine, ich empfehle vor allem Frauen, die sowas sagen, dann immer mal auf die Straße zu gehen und mal einfach abzutippen, 1, 2, 3, so mit dem müsste ich jetzt ins Bett, 1, 2, 3, so mit dem müsste ich jetzt ins Bett. Und dann können wir noch mal drüber sprechen, ob das leicht verdientes Geld ist, so, ne? Ja, und der Arbeitsalltag war eben so, dass wir sehr lange dort dann in dem Bordell waren, weit über 12 Stunden.
Oh nein, jetzt geht meine Katze gerade aufs Klo. Das musst du rausschneiden, Okay. falls du das hörst jetzt. Denn es geht jetzt pinkeln, okay. Hörst du das? Ich höre es, aber, Er ich, aber tapert. es stört nicht. Beim letzten Interview hatte ich ganz viele begeisterte Kommentare ab dem Hund, der da immer wieder sich bemerkbar gemacht hat. Darum, vielleicht lasse ich. Aber ja, du Okay, darfst mir erzählen. also jedenfalls, wir waren dort sehr lange da und der Bordellbetreiber war natürlich auch, also klar, wenn man Bordellbetreiber ist, möchte man, dass man an den Frauen sehr viel verdient. Deswegen war es eben zum Beispiel auch immer sehr recht, wenn eine von uns ihre Wohnung verloren hat oder so, dass sie dann gleich im Bordell wohnte, weil es ist ja praktisch, dann kann immer jemand zur Tür gehen, immer jemand ans Telefon gehen, immer jemand die Freier klar machen, die da sind, da gibt es keine Öffnungszeiten mehr. Also für Bordellbetreiber und Zuhälter ist das total super, wenn die Frauen so wenig Handlungsfreiheit und so viel, wenig Alternativen haben wie möglich, weil dann kann man sie besser ausbeuten, dann hat man sie besser unter Kontrolle. Und in dem Wohnungsbordell war es so, und das ist in vielen Bordellen so, dass überall Kameras waren, um uns zu überwachen, wie viele Freier wir haben und ob wir abends das Geld in die Kasse legen, was, also was wir auch wirklich verdient haben, ja. Und es war auch auf den Zimmern so, dass da Kameras waren. Genau, das wissen die meisten Freier gar nicht, aber ja. Ja, was würdest du sagen, hat das mit dir gemacht über die Jahre? Dieser Arbeit nach oder Arbeit in Anführungszeichen oder dieser Sklaverei nachgehen zu müssen. Naja, also wenn man jahrelang etwas tun muss, was man nicht machen will, und Prostitution hat ja mit Sex zu tun und es ist ja was sehr Intimes, ne? Man muss jemanden sehr intim an sich ranlassen. Also Prostitution bedeutet ja auch, jemanden zu riechen, jemanden zu schmecken, jemanden auf sich drauf zu haben, sich von jemand anfassen zu lassen, von dem man eigentlich nicht angefasst werden will. Und da ist sehr viel Abscheu und Ekel und Überwindung nötig. Und das schiebt man alles so unter den Teppich. Ne? Also man kann es ja nicht äußern, wenn ich mit einem Freier auf dem Zimmer bin und ich mache den jetzt für eine halbe Stunde klar, weil mir sonst der Strom abgestellt wird. Dann kann ich ja nicht sagen, oh nee, geh weg oder so. Ne? Also das geht ja nicht. Und das muss man alles unterdrücken. Und diese Unterdrückung macht krank. Und dann ist es so, dass ich und sehr viele Frauen, die ich kenne, das empfunden haben als Vergewaltigung, zu der man gezwungen ist, ja zu sagen, weil man eben in einer Notlage ist, weil man sonst Stress kriegt mit dem Zuhälter, weil man sonst Strafgeld zahlen muss, weil man sonst, keine Ahnung, seine Wohnung verliert, nichts zu essen hat. Also man muss stillhalten und ja sagen. Und das ist das Demütigendste. Man muss dazu auch noch lächeln und so tun, als würde es einem gefallen. Und das ist im Prinzip sexueller Missbrauch, bei dem man sich nicht wehren darf, weil das ernsthafte Konsequenzen hat. Ja, also eben man kann sagen, die vielleicht einfachste Definition von Vergewaltigung ist, Sex gegen den eigenen Willen zu haben oder Ja. Sex oder ja. Und wenn man dann davon ausgeht, wie viel, es gibt etwa ein paar hunderttausend Frauen in der Prostitution in Deutschland, oder? Ja. Wie viele Freier ist das ungefähr der Durchschnitt pro Tag? Also das Bundesamt für Statistik hat errechnet, dass jeden Tag 1,2 Millionen Männer in Deutschland zu Prostituierten gehen. Jeden Tag Okay. 1,2 Millionen Männer. Und es ist sehr unterschiedlich, wie viele das pro Frau sind. Das kann man gar nicht sagen. Also es gibt Frauen, die sind eingesperrt in Wohnungsbordellen und die wissen gar nicht, in welcher Stadt sie sind. Die machen 20 pro Tag. Es gibt Frauen, die machen Haus- und Hotelbesuch, die machen einen pro Woche und es ist auch schlimm. Also das gibt da keinen Durchschnitt sozusagen. Was wir wissen ist, wir haben sehr viele Freier in Deutschland. Und das ist natürlich, da die Nachfrage so groß ist, lohnt es sich natürlich auch für Menschenhändler und Zuhälter, die Frauen herzuschleppen, weil sie wissen, dass sie sie hier gut verkaufen können. Also sie finden auf jeden Fall Absatz, ne? Genau. Genau. Also eben 1,2 Millionen Freier pro Tag oder sagen wir diese in Anführungszeichen Dienstleistungen, die in Anspruch genommen werden, was aber eigentlich Vergewaltigungen sind, nach dem, Ja. was Frauen wie du erlebt habt.
Da muss man sagen, in einem Jahr 500 Millionen Vergewaltigungen in Deutschland. Und das ist schon eine Ja, und die ganz, fließen in ganz keine krasse Zahl. Statistik mit Ja, ein. genau. Also, ich habe das neulich mal ausgerechnet für eine Frau. Wir hatten hier eine in Chemnitz, die war Zwangsprostituierte, ich glaube, 5 Jahre lang. Und dann stand in der Zeitung, sie hatte jeden Tag, ich glaube, bis zu 10 Freier. Und dann hatte ich das ausgerechnet, wie viele Vergewaltigungen das sind. Und es war unglaublich, weil das fließt ja in keine Statistik mit ein. Genau, ja. Ja, und wenn das einfließen würde, das wäre ja horrend, oder? Das, ja, wäre schön, wenn Das das würde gar niemand einfließen würde. glauben. Genau. Aber eben, das sind auf eine Ja. Frau, die das ein paar Jahre macht, wahrscheinlich tausende Vergewaltigungen und eben für Gesamtdeutschland eine halbe Milliarde pro Jahr, in 10 Jahren 5 Milliarden. Und das sind schon ganz, ganz krasse Zahlen, ja. Aber ich denke, Ja. es ist Und wichtig, dass man, ja. dann wird ja immer gesagt, ja, aber sie hat ja Geld dafür bekommen. Also ich meine, auch Zwangsprostituierte bekommen manchmal Geld dafür, so, ne? Aber das Geld hat ja mit dem sexuellen Konsens nichts zu tun. Also ob ich dafür bezahlt werde oder nicht, ich habe trotzdem gegen meinen Willen Sex gehabt. So. Ja. Und ob mir der Zuhälter danach freundlicherweise einen Zwanni pro Tag gegeben hat, das ist ja für die Frage des Konsens nicht entscheidend. Genau. Und in der ganzen Debatte ist natürlich, wie du auch im Buch sehr gut schreibst, absolut elementar, dass wir mal die Nachfrage thematisieren und die Freier, oder dass die ja eigentlich die Täter sind im System Prostitution, das sind die Vergewaltiger sozusagen. Ja. Was sind das für Männer? Also zuerst mal muss man sagen, also ich möchte kurz noch was sagen zu der Ja. Freiermentalität in Deutschland. Was mir nämlich ganz oft gesagt wird, ist, ja, das konnte ich ja nicht wissen. So. Und ich möchte noch mal klarstellen, jeder Mensch, der in einen Sexualakt involviert ist, muss sicherstellen, dass er gerade keine Vergewaltigung begeht. Keine dritte Partei und kein Staat. Muss für irgendjemanden willige Frauen zur Verfügung stellen, ne? Und bloß weil das legal ist und angemeldet ist, also in Deutschland sind Zehntausende Zwangsprostituierte angemeldet. Das sagt überhaupt nichts, das ist nur ein Schein von der Behörde. Aber das entbindet ja die Freier nicht von ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass sie gerade keinen sexuellen Missbrauch begehen. So. Und was das für Männer sind, also es sind alle möglichen aus allen Schichten, aus allen Altersklassen. Klar gehen Männer mit ein bisschen mehr Geld häufiger zu Prostituierten, weil sie sich einfach mehr leisten können. Aber was sie alle gemeinsam haben, das ist ein horrendes Frauenbild. Also auch das merkt man auch daran, wie sie über ihre Ehefrauen sprechen. Also das ist wie eine Sexablieferungsmaschine oder so. Ja, die will nicht mehr und dann muss sie halt damit rechnen, dass ich mir jetzt eine kaufe, selber schuld so. Also sie haben ein schlimmes Frauenbild, nach dem die Frau untergeordnet ist und also Sex abzuliefern hat sozusagen. Und sie glauben alle, sie hätten ein Recht auf Sex. Also in der Ehe, aber auch in der Prostitution, weil sie haben ja dafür bezahlt. Also das ist, als würde man in den Baumarkt gehen und sich, keine Ahnung, dort irgendwas kaufen und dann sagen, ja, ich darf das jetzt mitnehmen, weil ich habe das bezahlt. Aber so funktioniert ja Sex nicht. Genau. Und von dem, was du schreibst, ist ja fast wie auf dem Basar auch, dass sie immer noch versuchen zu handeln und noch mehr rauszuholen für Ja, einen noch tieferen Preis und so. ja, Ja. ja. Also es ist dadurch, dass es in Deutschland legal ist und ja auch in der Schweiz, das hat ja vor allem den Freiern genützt, ne? Weil sie sich jetzt hinstellen können und sagen können, ich bin ja ein ganz normaler Kunde und ich habe das bezahlt und dann, also ich hatte das auch, dass wenn ich geweint habe oder das Gesicht verzogen habe, weil ich Schmerzen hatte oder mich geekelt habe, dass Freier dann gesagt haben, ich stell dich nicht so an, ich habe dafür bezahlt, so, ne? Und ich glaube, mehr muss man über Freier dann auch echt nicht wissen. Und sie handeln dann natürlich auch. Klar, wenn ich zur Friseurin gehe und also ich kann noch rausschlagen, dass sie mir zu den Strähnchen zusätzlich noch den Pony schneidet und mir einen Conditioner drauf macht, dann freue ich mich. Habe ich viel Dienstleistung rausgehauen für wenig Geld. Und genauso probieren sie das eben dann auch beim Sex. Und das Genau. führt eigentlich dazu, dass man dann mit einem Mann Sex hat, mit dem man ja sowieso keinen Sex haben will, der aber die ganze Zeit versucht, noch weitere Übergriffe zu begehen. Weil er denkt, naja, ich habe jetzt 120 Euro die Stunde bezahlt und sie will jetzt nie küssen und sie will kein Anal und sie will nie ins Gesicht spritzen. Aber ich kann es ja trotzdem mal probieren. Vielleicht
lässt es ja doch irgendwie zu oder ich überrasche sie jetzt sozusagen damit. Weil ich habe ja jetzt so viel bezahlt und da habe ich das Gefühl, das steht mir jetzt zu. Und genau diese Mentalität haben Freier. Genau, wir haben in Deutschland auch Freier gehabt, die versucht haben, prostituierte Frauen zu verklagen, weil sie nicht zum Orgasmus gekommen sind. Wegen Leistungsbetrug. Genau. Das Und muss man sich mal vorstellen. das ist auch die konsequente zu Ende, das konsequente zu Ende Denken, wenn man Prostitution als Sexarbeit umdefiniert, oder? Aber vielleicht können wir auf das noch ein bisschen später kommen. Einfach, was mir aufgefallen ist, als ich dein Buch las, ist, du hast auch viele 1-zu-1-Beiträge aus freien Foren abgedruckt. Und nebst dem, was die Öffentlichkeit eben wegschaut, waren natürlich diese Beiträge auch das, was mich am meisten schockiert hat. Und was für mich da rauskommt, sind drei Sachen bei den Freien. Ein extremes Ausmaß an Frauenhass, ein extremes Ausmaß an Rassismus und ein extremes Ausmaß an Doppelmoral. Ja. Würdest du sagen, ist das eine gute Zusammenfassung? Ohne. Absolut, ja. Und vielleicht viertens auch noch die absolute Bereitschaft, sexuelle Gewalt auszuüben. Also Freier sind einfach Täter, ja. Ja, genau. Ja, kannst du vielleicht oder möchtest du, falls nicht, kein Problem, aber vielleicht noch, was war vielleicht deine schlimmste Erfahrung mit deinem Freier, die du hattest? Einfach damit, einfach falls du das teilen möchtest, was nicht, kein Problem. Also ich kann gar nicht direkt sagen, was das Schlimmste war, weil vieles auf sehr viele verschiedene Arten schlimm war. Also ich hatte das einmal, das beschreibe ich ja auch im Buch, dass ich bei jemandem einen Hausbesuch hatte, der ein Haus im Wald hatte. Und da war seine Firma mit dabei und deswegen hatte er das mit Stacheldraht umzäunt. Und dann hatte er da so zwei deutsche Doggen und dann hat er mir erstmal seinen Waffenschrank gezeigt und mich gefragt, ob ich Angst habe. Da habe ich gedacht, okay. Also am Ende dieses Abends liege ich in irgendwelchen schwarzen Müllbeuteln hier im Wald. Das war's. Aber ich fand es auch sehr schlimm. Also wie soll ich denn das jetzt erklären? Ich versuch's mal. Wenn man einen Freier hat, bei dem klar ist, dass er einen sowieso nicht als Mensch sieht. Und man geht eine halbe Stunde mit dem aufs Zimmer und zieht da seine Nummer durch. Und er hat nicht die Erwartung, dass man so tut, als wäre er jetzt der liebe Gott. Dann ist das nicht so schlimm wie die Freier, die auch noch die Schmusenummer haben wollen. Also, ich werde ja immer gefragt, gibt es auch nette Freier? Und dann sage ich immer, ja, es gibt auch nette Freier, aber es gibt ja auch nette Betrüger und nette Bankräuber und nette Diebe. So, entscheidend ist ja nie, wie jemand ist, sondern was jemand Und tut. Und nette es gibt auch Nazis, nette also Freier. es gibt ja Ja, auch Filme mit über den denen. Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis auch ganz charmant sich verhalten haben und dann im nächsten Ja. Moment haben sie irgendwie 1000 Juden umgebracht, oder? Und dann zu Hause bei der Frau waren sie die charmantesten, oder? Ja, genau. Genau, ja, das ist Ja. einfach kein Kriterium, ne? Ja. Und diese netten Freier, also die beuten einen nochmal auf eine andere Art und Weise aus, weil sie vorgespielt, also Prostitution ist ja etwas, womit Freier auch ihre Männlichkeit rekonstruieren. Ja, also sie gehen hin und dann, so, ich habe jetzt eine Frau sozusagen gedemütigt oder die Frau hat mir jetzt bestätigt, ich bin total geile Stecher. Und das poliert ihr Ego auf. Ja? Es bestätigt ihre Männlichkeit. Mann oben, Frau unten. Der Mann sagt, was getan wird. Die Frau hat zu liefern. Und diese netten Freier, die da so die Schmusenummer wollen, die beuten einen nicht nur sexuell, sondern auch noch emotional aus. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist mit einer Person zusammen, sagen wir für eine Stunde, die du eigentlich total scheiße findest. Aber du musst jetzt für eine ganze Stunde so tun, als wäre diese Person, also du bist ganz hin und weg. So was Nettes und Interessantes und Tolles hast du noch nie erlebt. Und das musst du eine ganze Stunde durchziehen, auch im Bett, so. Und dann musst du mit denen noch Händchen halten und Bussi und Schatz. Und dann fragen die dich ständig noch, wühlen noch in deinem Privatleben rum, kriege ich deine private Nummer und wir verstehen uns doch so toll und hast du einen Freund? Das geht so dermaßen dann noch gegen die Grenzen und da kommt dann noch diese emotionale Ausbeutung dazu.
Und dadurch, dass in der Prostitution ist ja auch so grenzenlos geworden, ne? Also wenn ich mit älteren Prostituierten spreche, dann sagen die immer, was heute gemacht wird, ne? Zungenküsse, überhaupt ausziehen, Blasen ohne Gummi oder so, das hätten die nie gemacht. Da hat alles extra gekostet und sowas wie ins Gesicht fassen oder so, ne? Oder küssen, ging gar nicht. Und dadurch, dass es eben eine Dienstleistung geworden ist, Denkenfreier eben, das gehört mit dazu. Und das ist, um ehrlich zu sein, das Schwerste, weil wenn du mit vielen Freiern, also wenn du vielen Freiern vorspielen musstest, sie wären eben nie nur ein Freier für dich, sondern ein ganz toller, netter Typ. Und du hast mit den Händchen gehalten und die haben dir übers Gesicht geleckt oder so, dann kannst du das danach im Privaten gar nicht mehr so, also du musst es neu erlernen, ne? Dass das diese Geste, absolute Intimität, musst du danach wieder neu für dich sozusagen, ja, du musst sie reclaimen sozusagen, ne? Und das fand ich eigentlich immer mit am schlimmsten. Ja, okay, krass. Weil es Und auch so eben ein auch. emotionaler, permanenter Übergriff ist. Ja. Wie heißt du wirklich? Wo wohnst du? Wie ist Ja. deine Telefonnummer? Und wahrscheinlich ein Dauerstress, oder? Also Ja. eine wahnsinnige Belastung stelle ich mir vor. Und das eben erwähnt, das kann auch oder führt häufig auch zum Abspalten, zum Dissoziieren, dass das, was ja eigentlich ein Geschenk ist, das wir Menschen haben, dass wir überhaupt schwerst traumatische Situationen überleben können, wenn wir anfangen zu dissoziieren. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass da gerade eine schwerst traumatische Situation stattfindet. Und ein Traumatherapeut, Jan Giese aus Bern, hat mal gesagt, jede Dissoziation ist eigentlich ein Tatort. Ja, genau. Und die Frauen, die ich kenne aus der Prostitution, und auch bei mir war es so, die konnten vorher schon dissoziieren. Durch diese schwere Gewalt in der Kindheit oder die Ja. Vergewaltigungen, die sie vorher erlebt haben, kannten sie das schon. Und eine Frau, die das nicht erlebt hat und die sich prostituieren würde, die würde in Schockstarre verfallen. Die könnte ihren ersten Freier gar nicht klar machen. Also danach wäre die psychisch kaputt, so, ne? Und was da eben passiert ist, dass man einerseits aus seinem Körper austritt und irgendwie auch aus sich selbst. Also bei mir war es so, dass mir das immer geholfen hat, die Luft anzuhalten, bis ich das Gefühl hatte, ich trete aus meinem Körper aus und mir vorzustellen, dass da irgendwo eine Kamera ist und dass wir jetzt nur einen Film, also wir drehen jetzt nur einen Film. Und dann war ich ganz drauf bedacht, also wir hatten auch Spiegel in diesem Wohnungsbordell. Und ich habe mich die ganze Zeit im Spiegel angeguckt und habe kontrolliert, sieht man das jetzt an meiner Mimik, was ich wirklich denke oder dass ich mich ekel oder Schmerzen habe und so weiter. Also es war komplett auf Außenwirkung und mein Ich hat sich irgendwo so tief in mir vergraben, dass ich das manchmal bis zum nächsten Tag gar nicht wieder habe rausholen können. Also ich bin dann nach Hause gegangen und habe nicht mehr gemerkt, dass draußen minus 5 Grad sind und ich ohne Jacke laufe. Ich habe nicht mehr gefroren, ich habe es nicht gemerkt oder ich hatte das Gefühl dafür verloren, ob ich Hunger habe oder Schmerz, aber ich stand also neben mir sozusagen. Ja, danke für diese Ausführungen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, eben, dass man annäherungsweise versucht zu verstehen, was für schwerste Traumata Prostitution auslöst, und was für ein Ausmaß an sexueller Gewalt das es ist, was für ein Ausmaß an Vergewaltigungen. Und etwas, womit ich selber auch sehr, sehr Mühe habe in diesem Zusammenhang ist, wie du wahrscheinlich auch, das kommt ja auch bei dir im Buch durch, jetzt gibt es ja die lieben Feministinnen oder einige davon, die sich dafür einsetzen, dass auf den Ampeln auch Frauen sind oder und sonst irgendwie Diskriminierung hier und dort und auch sich für sehr, sehr gute Sachen einsetzen. Ich denke, der feministischen Bewegung gibt es auch vieles, was sehr gut war, natürlich allen voran das Frauenstimmrecht, wo wir in der Schweiz extrem spät waren mit 1979, was bei allem, alle Freude, die ich über unser politisches System habe, ich denke, das ist so das Schandmal. Aber es gibt eben die feministische Bewegung und die, ein großer Teil in Deutschland und in der Schweiz setzt sich dafür ein, dass Prostitution zu Sexarbeit wird und gesellschaftlich so breit anerkannt wird.
Was läuft hier schief oder wie funktioniert das? Das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehen kann. Ja, das kann ich verstehen, dass du das nicht verstehst, weil ich das auch nicht verstehe. Also zuerst mal muss man sagen, dass das ja nur ein Teil der feministischen Genau, Bewegung ist, nämlich die sogenannten liberalen oder queer-feministischen Frauen. Ich bin radikal Feministin, das bedeutet, man geht, es kommt von Radix, die Wurzel, also man geht an die Wurzel des Übels und sagt, die Wurzel des Übels ist Patriarchat, so. Und da ist überhaupt nicht die Frage, ob man abolitionistisch ist oder nicht. Also abolitionistisch, Abschaffung der Prostitution, die gab es bei uns schon im Kaiserreich, die Abolitionistinnen, und sie hatten dieselben Forderungen, wie wir sie jetzt haben. Entkriminalisiert die Frauen aus der Prostitution, bestraft die Freier, und Prostitution ist ein Mittel zur Frauenunterdrückung, gehört abgeschafft. So. Was ich mir vorstellen kann, was eine Frau, die nichts mit Prostitution zu tun hat, dazu bewegt, sich dafür einzusetzen, dass es als Arbeit angesehen wird, ist Folgendes. Das sehe ich nämlich immer bei Frauen, die mein Buch lesen oder auf einem Vortrag waren. Was ich sehe, ist, wenn, also Prostitution wird ja auch als Thema eigentlich von Frauen weggehalten, weil es ist eigentlich ein Männerort, ne? Man kann als nicht prostituierte Frau nicht einfach ins Bordell gehen und mal gucken, wie das so läuft. Und Männer, die ins Bordell gehen, reden auch nicht mit ihren Frauen darüber. Sie reden auch nicht mit anderen Frauen darüber. Sie reden untereinander darüber. Es ist ja etwas, also Male Bonding, ne? Etwas, womit sich Männer gegenseitig ihre Männlichkeit versichern. Und ich habe gesehen, dass wenn Frauen wirklich hingucken beim System Prostitution und diesen Abgrund sehen und auch diese Masse, also dass die dann so erschrecken, dass sie gar nicht wieder weggucken können und dass die richtig, ich will jetzt nicht sagen, ein Trauma davon tragen, aber ganz viele Frauen, die zum Beispiel mein Buch gelesen haben, haben gesagt, ja, Huschke, ich sehe jetzt jeden Mann mit anderen Augen an und frage mich, ist der Freier? Und sobald auch nur ein kleiner Tick in so einem Nebensatz kommt, ist der für mich durch. Und es ist natürlich ein anstrengendes Leben. Also, wenn man das einmal gesehen hat, kann man es ja nicht mehr, kann man ja nicht mehr wegsehen. Und dann wird man auch unbequem. Und du hast bestimmt schon Diskussionen auch gehabt über Prostitution. Du weißt, dass es da hoch hergeht. Und dass man dann auch beleidigt wird und beschämt wird und Unterstellungen und so weiter. Also es ist ja keine populäre Meinung zu sagen, Prostitution gehört abgeschafft. Und ich glaube, es ist einfach extrem unbequem und es ist bequemer, wegzusehen. Das ist wie, wenn in meiner Nachbarwohnung ich höre, dass eine Frau geschlagen wird. Wenn ich mich dort einmische, wenn ich die Polizei rufe, wenn ich die Behörden einschalte, wenn ich zu der Frau gehe und wenn ich mir das anhöre. Also es ist auf jeden Fall unbequem, und da hinzusehen. Und es macht ja auch was mit dem eigenen Status als Frau. Also wenn ich als Frau am Strich vorbeigehe, als nicht prostituierte Frau am Strich vorbeigehen würde, und ich würde mir klar machen, was diesen Frauen dort passiert und dass das meine Schwestern sind, dann wäre es mir ja unmöglich, nicht zu handeln. Ne? Dann würde ich Solidarität empfinden, ich würde Empathie empfinden, es würde mir auch wehtun und ich würde mir bewusst machen, dass ich dort auch stehen könnte. Und ich glaube, das macht vielen Frauen unglaubliche Angst. Sie müssen unbedingt, es muss unbedingt geteilt werden in die Prostituierten, das sind die anderen, die können das aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, können die das ab oder die haben eine andere Sexualität oder naja, wenn die das wollen, dann ist das so, aber ich gehöre nicht dazu. So, und damit hält man sich diese Angst vom Leib und dieses Mittel zu sagen, ja, das ist halt eine Sexarbeiterin, die hat es selber entschieden. Das deckt natürlich ganz viele unbequeme Fragen zu. Ne? Wenn ich einfach sage, du wolltest das ja so, dann muss ich nie mehr handeln, weil ja, selber schuld auch. Ne? Und wenn ich sage, es ist ein Beruf, es ist eine Arbeit, dann muss ich mir nicht mehr klar machen, dass ja auch die Männer in meiner Umgebung freier sein könnten und Täter sein könnten, sondern ja. War der vielleicht mal im Puff? Naja, was soll's? Also, er ist zu einer Arbeiterin gegangen, er hat eine Dienstleistung gekauft. Das ist nicht so schlimm, so wie mir klar zu machen, der hat jetzt eine Frau missbraucht. Der ist vielleicht
auf den Straßenstrich gegangen und hat eine 18-jährige Rumänin ohne Gummi sexuell missbraucht. So, wer will das über die Männer in seiner Umgebung denken? Und ich glaube, da nicht hinzugucken, hat eben viel mit Angst zu tun. Aber dieses Hingucken ist einfach so wichtig, weil wir Frauen aus der Prostitution, wir brauchen diese Solidarität. Und keine Frau muss denken, dass wenn sie sich distanziert von uns, indem sie sagt, nee, mit denen habe ich nichts zu tun, ich bin ganz anders oder das sind Sexarbeiterinnen oder so, keine Frau braucht zu denken, dass allein die Tatsache, dass es Prostitution gibt in der Gesellschaft, nicht auch mit ihr was macht, es beschädigt auch ihren Status als Frau. Das geht total einfach nachzuvollziehen. Also wenn man als nicht-prostituierte Frau durch eine Bordellstraße geht, durch ein Bordellviertel geht oder am Straßenstrich vorbei, wird man genauso angesprochen. Und ganz viele Frauen reagieren darauf mega entsetzt. So, da hat er mich einfach gefragt, wie viel ich koste. Ja, stell dir mal vor, und du willst uns vorschreiben, das wäre unser Job. Aber wir sind Genau. ja nicht anders als Genau. nicht-prostituierte Frauen. Wir sind genauso. Und jede Frau könnte potenziell in der Prostitution landen. Ja, jetzt gibt es ja diese zwei oder zwei Argumente. Ich sage es mal auf Berndeutsch, die ist Birreweichfinger, also auf Hochdeutsch idiotisch. Aber vielleicht einfach, dass wir das auch noch thematisiert haben. Das eine ist, ja, es ist ja gut, gibt es diese Prostituierten, weil sonst würden ja die Männer wie, keine Ahnung, triebgesteuerte Affen durch die Gegend laufen und überall junge Frauen vergewaltigen. Und schön können wir das outsourcen, oder? Das also jetzt ein bisschen plakativ gesagt. Und dann das andere, ja, es ist ja das älteste Gewerbe der Welt, das hat es schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Und was ist schon dabei, oder? Einfach. Einfach weil das so oft kommt, bitte schieß drauf los. Sehr gerne, weil das sind so die absoluten Horroraussagen. Ich kann sie nicht mehr hören. Das Erste ist, es kommt ja immer, ne? Ja, wenn wir Prostitution abschaffen, dann steigen die Vergewaltigungen. Und ich bin immer ganz schockiert, dass nicht massenweise Männer sich dann in die Diskussion einschalten und sich beleidigt fühlen. Weil was ist das für ein Männerbild? Also ich würde mich als Mann beleidigt fühlen, wenn man mir knallhart ins Gesicht sagen würde, also entweder wir stellen dir hier ein paar Frauen zur Verfügung oder du gehst ja vergewaltigen. Würde ich mich persönlich beleidigt fühlen, ja? Also wenn, und ganz ehrlich, wenn Männer so wären, ja, wenn sie so triebgesteuerte Wesen wären, die sich null im Griff hätten, dann dürften wir sie ja eigentlich nicht mehr auf der Straße rumlaufen lassen. Also dann wäre Genau. ja eigentlich nicht die Lösung, ihnen ein paar Frauen zu geben, an denen Ja. sie sich abreagieren können, sondern da wäre ja eigentlich die Lösung zu sagen, ja, dann dürft ihr halt nach 18 Uhr nicht mehr auf die Straße oder nur in Begleitung und hohe Ämter dürft ihr auch nicht mehr. Also das ist ja, als würden wir Nazis irgendwie ein paar Migrantinnen und Migranten geben, damit sie sich an Genau. denen auslassen können, damit sie die anderen in Ruhe lassen. Nee, so Genau. funktioniert das nicht, wenn wir sagen, das ist Gewalt, ne? Sondern sagen wir, dann hör halt auf, Gewalt auszuüben. Das ist die Lösung. Das Zweite ist, es ist unglaublich unsolidarisch, sowas zu sagen. Wir sind alle Frauen und wer soll denn entscheiden, welche von uns jetzt dazu abgestellt werden, da das abzufangen? Also, wer sagt denn, dass das nicht auch die Frauen betrifft, die sowas sagen? Also ich meine, mein Arsch ist genauso gut wie deren Arsch, oder? Also, das braucht sich keine Frau denken, dass sie da irgendwie davonkommen würde. Und das Dritte ist, dass die Studien und Statistiken genau das Gegenteil sagen, nämlich überall dort, wo es Prostitution gibt, steigt die Gewalt gegen Frauen, nicht nur gegen Frauen in der Prostitution, sondern auch gegen Frauen, die sich nicht prostituieren. Denn wenn Männer im Bordell lernen, aha, ich kann also einer Frau meinen Willen aufzwingen, ich darf das, ich darf mit einer Frau schlafen, die nicht mit mir schlafen will. So. Dann gehen die doch nicht aus dem Bordell raus, machen die Tür zu und vergessen das. Genau, das ist Sondern die dieses gehen nach Hause Mindset, und die werden, ja, genau. genau, die werden jede Frau, genau, für die, also für Freier sind auch alle Frauen Prostituierte. Das sagen sie ja auch ganz genau so. Sie sehen die Ehe so. Wie oft hatte ich das schon, dass Freier bei mir gesessen haben und sagen, ja, meine Ehefrau, ich weiß gar nicht, was sie hat, ich habe deren Auto gekauft, ich habe deren Haus gekauft und jetzt will die nie mehr mit mir schlafen. So, wo ich mir so denke, oder dass sie sagen,
Ja, ich geh halt lieber zu einer Prostituierten, als dass ich ein teures Date habe. Da bezahle ich das Taxi, die Blumen, das Essen und nachher darf ich nicht mehr ran. Für Freier sind alle Frauen Prostituierte. Alle. Und wenn wir Prostitution legal machen, dann sagen wir Freiern, das ist total in Ordnung, was du machst. Und dann werden die das mit allen Frauen machen. Und alle Studien und Statistiken beweisen, zum Beispiel, wenn wir das auf der Mikroebene sehen, Bordellviertel. Frauen, nicht prostituierte Frauen in Bordellvierteln sind mehr sexueller Gewalt ausgesetzt, mehr Belästigung, mehr Anmachen, mehr Handgreiflichkeit als Frauen, die nicht in Bordellvierteln sind. Und es betrifft auch Frauen, die sich dort nicht anschaffen. So. Also das zum ersten Argument, ist das totale Bullshit-Argument und ich hasse es. Ich hasse es auch. Ja. 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 Und das zweite war. Ist das älteste Geschäft der Welt? Ach so, ja, das ist natürlich Quatsch, weil das älteste Gewerbe der Welt ist das der Hebamme. Bevor sich Frauen prostituieren mussten, haben sie Kinder auf die Welt geholt, natürlich. Und dann ist es natürlich auch so ein totales Bullshit-Bingo. Also bloß weil es irgendwas schon immer gegeben hat, heißt es ja nicht, dass wir es weitermachen. Mord hat es auch schon immer gegeben. Und Kindstötungen hat es auch schon Sklaverei, immer gegeben. genau. Und Sklaverei, so. Und Diebstahl auch. Ist auch schon immer gegeben. So, wollen wir das dann jetzt legalisieren oder was? Also, das ist nicht zu Ende gedacht. Genau, absolut einverstanden. Okay, also ich hoffe, dass alle, die bis jetzt das geschafft haben, zuzuschauen, zuzuhören, jetzt auch denken, okay, wir müssen was machen. Huschke, was machen wir dagegen? Was ist die, ich sag mal, politische Lösung? Und ich denke, es Also die braucht Lösungen politische Lösung. auf verschiedene Ebenen. Ich glaube, es braucht das gesellschaftliche Umdenken, aber ich bin Politiker. Ich bin natürlich, möchte natürlich auch wissen, was man da jetzt politisch tun kann. Also das Schöne ist, dass man das Gesellschaftliche mit dem Politischen kombinieren kann. Ich bin auf jeden Fall für die Einführung des nordischen Modells. Also wir vom Netzwerk Ella sind für die Einführung des nordischen Modells. Und ich kann es ganz kurz vorstellen. Gerne. Das wurde 1999 in Schweden nach jahrzehntelanger Forschung im Prostitutionsmilieu eingeführt. Und es besteht aus mehreren Säulen. Also das erste ist, dass Frauen nicht mehr dafür bestraft werden, dass sie sich prostituieren und dass sie sich auch nicht mehr an irgendwelche verrückten Regeln halten müssen, wie Sperrbezirke, Anmeldungen oder sonst irgendwas, sondern sie werden komplett entkriminalisiert. Man darf sich prostituieren. Das Zweite ist, die Freierbestrafung wird eingeführt. Also der schwedische Staat hat halt gesagt, Prostitution, das ist Sex ohne Konsens. Der Freier begeht einen sexuellen Missbrauch und dafür wird er bestraft. So, also momentan sind es noch Bußgelder, aber es wird gerade über Gefängnisstrafen gesprochen. Also funktioniert in Schweden ganz gut. Das Dritte ist, es gibt garantierte Ausstiegsplätze für Frauen aus der Prostitution. Und es wird gesellschaftlich aufgeklärt über Prostitution. Also in Schweden lernen das die kleinen Jungs und Mädchen schon in der Schule. Wir kaufen uns keinen Menschen. Das ist total cool. Das ist natürlich anders, als wenn man in Amsterdam groß wird, ja, wo Frauen im Schaufenster stehen, wie, keine Ahnung, Möbelstücke oder Kleider. Und dieses Modell, das ist in mehreren Ländern schon eingeführt, in Israel, in Frankreich, Norwegen, Island, Kanada und so weiter, weil es einfach so gut funktioniert. Und es geht mit diesem gesellschaftlichen Wandel auch einher. Gesetze haben eine normative Wirkung. Ne? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden jetzt einfach sagen, wir schaffen die Strafbarkeit von Mord ab, dann wäre hier Mord und Totschlag. Ne? Oder Rauchverbot. Wir haben das Rauchverbot in Kneipen und in Flugzeugen und in Behörden und Ämtern eingeführt. So, und was ist passiert? Die meisten Leute halten sich daran. So. Und so ist es eben auch mit dem nordischen Modell. Und es führt zu einem Umdenken. Also vor allem die jungen Männer in Schweden, die unter dem nordischen Modell aufgewachsen sind, haben verstanden, die kennen gar nichts anderes. Sagen, ich würde mir nie eine Frau kaufen, das ist ja was für Luschen. Und so ist es in Schweden eben auch so. Also da wurde auch schon mal ein Nationalspieler von der Fußballmannschaft ausgeschlossen, weil rauskam, der war im Puff und da hat der Rest der Wow. Mannschaft gesagt, nee, mit dir wollen wir nicht mehr spielen, das ist kein Fairplay, du hast den Menschen gekauft, das ist asozial, wollen wir nicht mehr. Das ist also eine ganz andere, also
In Deutschland ist es eben so, dass Freier sich nicht schämen müssen, sondern immer noch, obwohl es ja legal ist, wir Frauen aus der Prostitution, wir werden beschämt. Ja, wir sind die Noten, wir sind. Genau. So. Und in Schweden ist es anders. In Schweden ist es so, dass gesagt wird, ey, du hast eine Person ausgenutzt, du hast sie sexuell ausgebeutet, du als Freier, das ist pfui. So. Das ist natürlich viel hilfreicher, wenn wir das betrachten als sexuellen Missbrauch. Wir beschämen ja nicht die Opfer, sondern wir bestrafen die Täter. Und dann passiert eben noch was ganz Wundervolles, und zwar geht eben die Nachfrage zurück. Es gibt weniger Freier, und dadurch gibt es auch weniger Angebot. Wir wissen das aus abgehörten Telefonmitschnitten von Menschenhändlern, die darüber gesprochen haben, wohin sie ihre Opfer transferieren sollen. Und die bringen die eben nicht nach Schweden, weil sie eben sagen, nee, es gibt zu wenig Freier, das Risiko ist zu groß, das kannst du total vergessen, bringen die nach Deutschland. Weil in Deutschland natürlich, das denken immer alle, ja, die Zwangsprostitution, das ist die illegale Prostitution, die findet im Dunkeln statt und so weiter, aber das ist totaler Bullshit, denn die Zwangsprostituierten stehen ja auf den legalen Straßenstrichs in Deutschland, sie sitzen in den legalen Bordellen, sie sind teilweise angemeldet, so behördlich, von den Papieren ist alles in Ordnung. Und in Schweden ist das eben nicht mehr so. In Schweden hat ganz viele Sachen gemacht, die wir auch machen sollten. Zum Beispiel hat es die Aussagepflicht abgeschafft für Frauen, die Menschenhandelsopfer sind. In Deutschland müssten sie aussagen gegen ihre Täter. So, das ist mit Lebensgefahr verbunden. Also das macht man nicht. Und in Schweden ist es so, dass ganz objektive Kriterien dafür bestehen, was ist Menschenhandel oder was ist Zuhälterei. In Deutschland muss jede Frau vor dem Richter oder der Richterin einzeln beweisen, dass es Zwang war. Und dann kommt es noch darauf an, was sieht der Richter oder die Richterin jetzt als Zwang. Wir hatten neulich einen Fall in Berlin, da wurden drei Rumäninnen nach Berlin verschleppt und die wurden regelmäßig zusammengeschlagen. Und dann kam es irgendwann zu Ermittlungen und der Richter hat dann gesagt, ja, also wegen schwerer Körperverletzung verurteile ich den Zuhälter jetzt, aber nicht wegen Zwangsprostitution, weil mir ist nicht ganz klar, was das zusammengeschlagen werden. Also hätten sie ja trotzdem nicht auf den Strich gehen müssen. Also total irre. Und in Schweden ist es eben so, dass es vereinfacht wurde. Hast du Geld genommen von einer Frau aus der Prostitution? Ja, dann hast du profitiert, dann bist du ein Zuhälter. Das vereinfacht alles. Und bei uns in Deutschland ist es ja so, dass Zuhälterei auch gar nicht mehr strafbar ist, nur wenn die Einnahmen mehr als 50% abgenommen werden. Also man fragt sich, wo das noch hingehen soll. Genau, und das vereinfacht eben vieles und es führt dazu, also Schweden ist ja nicht umsonst Nummer eins in Sachen Gleichstellung. Das hat auch was mit diesem nordischen Modell zu tun. Und damit, dass dort eben gesagt wird, also die Gesellschaft hat sich halt entschieden, wir finden es asozial, Frauen zu kaufen. Wir wollen das hier nicht mehr haben. So. Und dann haben sie dieses Gesetz gemacht und die jüngeren Generationen wachsen unter diesem Gesetz auf und adaptieren das in ihr Mindset. Das ist was ganz anderes als in Deutschland, wo Junggesellenabschiede oder auch Abi feiern unter dem Motto Prostituierte und Zuhälter stattfinden. So. Ja, also ich habe das auch ab seit 2009 sehr, sehr genau recherchiert, das nordische Modell. Und für mich ist auch völlig klar, nicht nur was Prostitution anbelangt, aber auch halt Menschenhandel, was ja fast eigentlich immer damit einhergeht, was ja ein ganz, ganz furchtbares Verbrechen ist. Einfach, es lässt sich einfach sehr effizient bekämpfen. Ja, Aber, es ist das einzige Mittel, also es ist das effizienteste Mittel überhaupt gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution, weil dort, wo es keine Nachfrage mehr gibt, lohnt es sich gar nicht mehr, eine Frau zur Prostitution zu zwingen. In Deutschland sind wir immer noch leider auf dem Stand, dass wir sagen, nein, wir brauchen mehr Kontrollen. Und es ist so ein Fass ohne Boden. Und ich sage dann Genau. immer, solange wir so viele Freier haben, werden wir viele Bordelle haben. Wir können Genau. neben jedes Bordell eine Polizeistation und eine Ausstiegsberatungsstelle machen. Beide werden immer voll sein, aber es ist völlig irrelevant, weil am nächsten Tag ist das Bordell wieder voll. Und dann sitzen die nächsten drin. Und das ist so eine Spirale nach unten, das ist wie so ein schwarzes Loch. Und Okay. es ist ja auch so, dass
Ich frage mich immer, wie deutsche Politiker und Politikerinnen noch nach Rumänien reisen können, weil dort gibt es ganze Landstriche und Dörfer. Da sind ganz viele junge Frauen einfach verschwunden. Weißt du, wo die sind? Die sind in Deutschland, in den Bordellen. Und dass man sich dafür nicht schämt, dass man Frauen aus so armen Ländern, also ich meine, das ist kolonialistisch, das ist rassistisch, das ist Genau. Ausbeutung, dafür sollten wir uns schämen. Jetzt müssen wir noch schnell ein weiteres Gegenargument vernichten, das natürlich da kommt gegen das nordische Modell, das für Ich uns beide ahne klar es. ist. Eben ist ja völlig klar, es ist mit Abstand das Effizienteste, um Menschenhandel zu bekämpfen. Aber was ist mit all den armen Frauen in der Prostitution, die dann in den Untergrund getrieben werden und Ja. dort der organisierten Kriminalität hilflos ausgeliefert sind? Ja, der Untergrund. Das Spannende ist, immer wenn das kommt, dann frage ich die Leute immer, also was denn für ein Untergrund? Und dann können die mir immer nie so genau sagen, was sie damit meinen. Es gibt diesen Untergrund überhaupt nicht. Prostitution muss für Freier sichtbar sein. Also das Spannende ist, ich kann dir jetzt sogar in Stockholm, es gibt ja auch im nordischen Modell noch Prostitution. Bei weitem nicht mehr Genau, so viel, wie wir es genau. haben. Aber es gibt noch Prostitution. Es ist ja so ein Mehrgenerationen-Ding, bis es abgeschafft Ja. wird. Ne? Wir Man macht ja nicht leben zack und nicht dann in ist einer weg. perfekten Welt, genau. Ja. Genau. So, und ich kann jetzt mein Handy nehmen und dir zeigen, wo in Stockholm du eine Prostituierte finden kannst. So, also was für ein Untergrund. Was für ein Untergrund. Wenn ich ein Geschäftsmann bin und ich fahre heute Abend nach Oslo und ich möchte mir eine aufs Hotelzimmer bestellen, ne, dann werde ich die finden. Da muss ich nicht erst wochenlang mich in der Stadt rumtreiben und in irgendwelchen dunklen Kaschemmen fragen, ob jemand vom Untergrund irgendwie. So funktioniert es nicht mehr, davon mal abgesehen, wir haben ein Internet. Man kann es googeln. Also es gibt diesen Untergrund nicht. Und und das mit der organisierten Kriminalität. Also ich glaube, wir haben in Deutschland ein viel größeres Problem mit organisierter Kriminalität, die ihre Kohle mit Prostitution macht. Mit Drogen, Waffen und mit Frauen. Und dafür sind in Deutschland perfekte Bedingungen für die organisierte Kriminalität, weil Prostitution hier nämlich legal ist. Was viele Leute, das ist eben dieser Irrglaube, ne, dass viele Leute denken, der Untergrund, das ist da, wo die schlimme Prostitution stattfindet. Das ist in irgendwelchen Kellern und dunklen Kaschemmen. Und die sind noch alle nie angemeldet. Ne? Und noch mit So eine Ketten Prostitution, angefesselt ja, genau, in genau. einem Vlies Und niemand oder weiß, wo das Bordell ist. Nur die ja, Freier, genau. komischerweise. Ne? Ja. Und sowas gibt es aber überhaupt nicht. Wenn ein Freier herausfinden kann, wo ein Bordell ist, kann es jede andere Person, auch die Polizei, Sozialarbeiterin und so weiter. Und es ist eben diese Denke von, ja, solange es nur sozusagen nicht im Untergrund, sondern öffentlich sichtbar stattfindet und legal ist und angemeldet ist, ist alles in Ordnung. Aber das ist doch totaler Quatsch. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Kurfürstenstraße in Berlin. Das ist mitten im Wohngebiet. Und das ist einer der übelsten Strichs, die ich kenne. Es ist wirklich richtig schlimm. Dort stehen die Frauen, die sind mega jung, die stehen fast halbnackt da. Die Zuhälter stehen hinter ihnen. Die Freier verhandeln nicht mal mit den Frauen, weil die Frauen können ja gar kein Deutsch. Die Freier gehen direkt zu den Zuhältern und fragen, wie viel. Vor aller Leute Augen. Und das nicht erst nachts. Den ganzen Tag stehen diese Frauen und läufst an denen vorbei. Du kannst das alles sehen. Das sind die Freier mit den Kindern sitzen in ihren Autos und so weiter. So. Es passiert vor aller Augen. Das passiert nie erst im Untergrund. Es passiert vor aller Augen. Und Kurfürstenstraße ist ein ganz normaler Strich. Und die Frauen, die sind dort alle angemeldet. Alles schick. Und trotzdem findet dort diese vor aller Leute Augen die Zwangsprostitution statt. Krass, ja. Okay. Ich glaube, es ist klar, was wir politisch, gesellschaftlich machen müssen. Huschke, du leistest seit Jahren wertvolle Aufklärungsarbeit. Ich verfolge dich seit Jahren auf Facebook. Ja, bin auch neu inspiriert, das immer wieder zu thematisieren in der Politik in der Schweiz. Leider ist die Situation bei uns gerade sehr schwierig politisch. Kürzlich war ein Vorstoß bei uns im Nationalrat, der nur von 11 Nationalratsmitgliedern unterstützt wurde, das nordische Modell einzuführen, 11 von 200. Ein absoluter Schandfleck für die Schweiz, also wirklich eine ganz große Katastrophe. Aber ich bleibe da dran und auch mit ein paar Verbündeten. Wir bleiben da am Thema dran. Ich möchte noch schnell das Thema ein bisschen wechseln, auch bald zum Abschluss kommen.
Aber wenn du jetzt zurückdenkst an deine Zeit in der Prostitution, was braucht eine Frau zum Ausstieg? Was hättest du gebraucht, damit du früher hättest aussteigen können? Also eine Alternative auf jeden Fall, eine wirtschaftliche Alternative. Und dass sie nicht beschämt wird. Also das war was, was ich sogar bei Beratungsstellen gesehen habe. Also wenn ich zu Beratungsstellen gegangen bin, die für Frauen allgemein waren, dass ich dort angeguckt worden bin wie eine Außerirdische. So, oh, eine Prostituierte. So, oh Gott, eine echte Prostituierte. Und die wussten gar nichts mit mir anzufangen. Und es war so, da war sehr viel Unaufgeklärtheit und da war sehr viel Beschämung auch. Und das wäre einfach schön, wenn wir das hinkriegen würden, Frauen. Also ich meine, Frauen verdienen was Besseres, als sich zu prostituieren. Wir haben Rechte. Und wir sollten nie beschämt werden, sondern die, die den sexuellen Missbrauch ausüben, sollten beschämt werden. Wir Genau. beschämen ja auch nicht geschlagene Frauen, sondern die, die sie schlagen. Genau, so sollten wir es tun. Sehr gut. Okay, an dieser Stelle möchte ich nochmal den Hinweis anbringen auf die Aktion des Netzwerks Ellas. Eben, es ist in den Show Notes verlinkt. Bitte unterstützt das. Das ist Huschke und mir ein großes Anliegen, dass den Frauen, die jetzt noch im System Prostitution gefangen sind, dass denen auch ganz praktisch geholfen werden kann. In der Hoffnung auch, dass sie mit der Zeit auch diesen Ausstieg schaffen, dass wir das auch als Gesellschaft und Politik auch vermehrt fördern und ermöglichen. Huschke, vielen Dank für dieses Interview bis jetzt. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss gerne sagen möchtest? Ja, zwei Dinge. Gerne. Das eine ist genau wegen der Situation in der Schweiz. Ich weiß nicht, also ich würde super gerne mal alle, die gegen das nordische Modell gestimmt haben, fragen, wie sie eigentlich damit klarkommen, dass dieser Staat Steuern nimmt von Frauen, die zwangsprostituiert werden. Weil auch Zwangsprostituierte können angemeldet sein, sind es in den meisten Fällen auch und zahlen Steuern. Ich würde mich als Staat dafür mal ganz massiv schämen. Und solange ich kein besseres Konzept finde, würde ich aber schleunigst das nordische Modell einführen. Und dann war da noch die zweite Sache. Genau, auf Facebook hat jemand gefragt, ob es im nordischen Modell auch Ausstiegsprogramme für Stimmt, Freier gibt. genau, ja. Danke, Fand ich eine erinnerst du total, mich daran, ja. Ja. fand ich eine total originelle Frage, die mir noch niemand gestellt hat. Aber ja, gibt es. Also man kann, also das, es gibt Länder, wie Schweden und Kanada, da muss man, wenn man erwischt wird als Freier, an einem Kurs teilnehmen. Das nennt sich Freier Sensibilisierungskurs. Und in Kanada ist es sogar so, dass wenn die Freier nicht daran teilnehmen, wird ihnen ihr Auto weggenommen. Und da hört Okay. ja dann der Spaß auch auf. Oh, das da Und hört sie bei müssen vielen diesen Männern der Kurs, Spaß auf, ja, genau. ja. Und sie müssen diesen Kurs bezahlen und die Gelder gehen direkt in Ausstiegsprogramme wieder Ja, für prostituierte Frauen. Und dort werden die Freier eben konfrontiert mit ihrem Verhalten, aber sie können auch in solche Suchtprogramme gehen, wenn sie sagen, also ich habe ein Suchtproblem und es geht sehr weit. Also ich habe gehört, in Schweden ist es nicht nur für Freier, sondern auch für die Ehefrauen der Freier. Also ich meine, es ist natürlich auch ein Schock, ja, wenn du 15 Jahre mit einem Mann zusammen bist und das ist ja auch was anderes als ein normaler Betrug. Also, es ist ein Unterschied, ob der Ehemann mal betrunken mit jemandem im Bett gelandet ist und zu dem Leid, es war ein Mann, oder ob er sich eine Frau gekauft hat. Ne? Und es gibt da sogar psychosoziale Unterstützung für die Ehefrauen, wenn die das in Anspruch nehmen wollen. Also das geht sehr weit, ja. Ja, sehr gut, ja. Ja, dann habe ich noch ein Schlusswort, wenn es von deiner Seite her war. Das war's. Ich bin wirklich tief betroffen von dem Thema und ich hoffe, dass dieses Interview einfach auch ein bisschen hilft, aufzuklären. Ich denke, das Thema Prostitution ist etwas, was wahrscheinlich am meisten systematisches Unrecht ist, das wir in unserer Gesellschaft haben, in Deutschland, in der Schweiz. Und es ist ein systematisches Unrecht, das von überwältigend fast ausschließlich Männern an fast überwältigend fast ausschließlich Frauen verübt wird.
etwas, das mich tief erschüttert und wo ich mich auch als Mann sehr betroffen fühle und mich auch ganz klein eine Verantwortung sehe, das als Mann zu thematisieren. Und ich möchte mich auch für die Männer, die diese Verbrechen aus meiner Sicht begehen, auch bei anderen Frauen entschuldigen, solchen, die in der Prostitution waren oder sind, aber auch einfach sonst Frauen, die eben, du sagst, alle Frauen sind von dem betroffen, das Freie gibt. Das ist eine abscheuliche Version von sogenannter Männlichkeit, die hier zum Tag kommt. Und ich denke, das dürfen auch wir als Männer nicht gutheißen, nicht tolerieren. Und wir müssen uns auch da eben ganz entschieden dafür einsetzen, dass sich, wie unsere Gesellschaft denkt hier, dass das wirklich verändert wird, dass auch Männlichkeit neu positiv geprägt wird und auch ein gleichberechtigtes Miteinander zwischen den Geschlechtern einfach möglich wird, weil ich denke, solange es Prostitution gibt, solange es Männer Frauen kaufen können, vergewaltigen können in diesem Ausmaß oder auch grundsätzlich nicht nur in diesem Ausmaß, sondern jede einzelne Vergewaltigung ist zu viel, ja, geht das nicht. Und ja, das ist einfach ein Schlusswort auch von meiner Seite. Uschke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, leistest du ganz wertvolle Aufklärungsarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch sehr herausfordernd ist, das immer wieder die gleichen blöden Fragen zu beantworten und dich auch öffentlich Anfeindungen auszustellen, die du ja zuhauf auch erhältst. Danke für deine Arbeit. Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Also, und dann an alle, die zugeschaut haben, vielen Dank fürs Interesse, besonders wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich lade euch ein, euch weiter zu informieren und auch wirklich etwas zu machen in eurem Umfeld. Klärt das auf, teilt das Video, gebt ein Like, gebt einen Kommentar ab bitte oder subscribt meinen YouTube-Kanal. Ich werde auch auf alle Kommentare antworten, wenn ihr Fragen habt. Es gibt noch sicher viele gute Fragen. Ich werde gerne darauf antworten. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse.